Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Neuer Tag, neuer Spot, neue Strecken. Und wir waren hier schon einmal. Ach ja, ich muss mich noch mit Mückenspray einsprühen. Ne? Ich bin hier letztes Mal von irgendwelchen Kampfmücken angegriffen worden. Das muss ich heute vermeiden. Und wir gucken uns mal die Strecken an. Ein Teil davon kann ich fahren, ein Teil fahre ich überhaupt nicht. Weil das dürfte hier bei uns in der Gegend mit Abstand das Größte sein, was es an Sprüngen gibt. Aber ihr seht es ja selber gleich. Also. Okay, fangen wir mit dem Trail an, den ich dort fahren kann. Ist die einfachste Line, die macht auch Spaß, die ist in Ordnung und das habe ich den Tag auch hingekriegt, auch vom Kopf her. Aber viel mehr ging bei mir dort nicht. Ich habe mich dann hinterher so ein bisschen darauf konzentriert, die anderen zu filmen, vor allem den Lorenz. Und, aber das seht ihr ja gleich noch. Ein komischer Sprung. Mit einem etwas leichteren Sprung für ihn hat er dann erstmal angefangen, um ein bisschen Routine für den Tag zu kriegen. Dann kam die erste Kombination an zwei Sprüngen hintereinander schon mal dran. Sehr gut. Auf diese zwei Sprünge folgte dann gleich noch ein dritter. Der vierte lag ein bisschen ungünstig direkt hinter der Kurve und wurde so nichts. Da muss man direkt aus dem Anlieger in den Sprung. Am Ende von dieser ganzen Line kommt dann hier zum Schluss das letzte Gap und das kriegt er nun auch schon wirklich sehr gut hin. Klasse. Dann hatte sich Lara noch mal an einem neuen Sprung probiert und der hat nicht ganz so geklappt, aber aus Fehlern lernt man und ihm ist dabei auch nichts passiert. Keinerlei Schramm oder irgendwas, also alles gut. Dann hatte Lorenz sich von einem Local über den Stepdown mal ziehen lassen, um die richtige Geschwindigkeit zu finden. Hat auch sehr gut geklappt. Er hat den Sprung dann gleich nochmal wiederholt und der klappte dann sogar noch besser. Einige der Locals und auch Lore, die haben sich dann an den Stepdown-Sprüngen noch so ein bisschen ausgetobt. Machen die Jungs echt gut. Hier noch ein paar Szenen aus dem obersten Teil, wo das Ganze beginnt. Und das sind Aufnahmen von unserem ersten Versuch, als wir da waren. Man sieht es auch an dem Grün. Das war zwei Wochen vorher. Ups, ja, der Versuch hat nicht ganz geklappt, aber danach der. Kommt. Ja, mal wieder ein kürzeres Video, da sind wir nämlich auch schon wieder am Ende. Richtig heftige Sprünge, nichts für mich, ganz ehrlich, aber Lora hat das richtig gut gemacht und der kommt jetzt langsam richtig gut rein in diese Sprünge. Ja, wie gesagt, hat euch das Video gefallen, würde ich mich gerne über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben freuen und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal, macht's gut.